Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang gehen wir immer ganz, ganz liebe Grüße an euch raus für eure Likes, für eure Abos, für eure vielen lieben Kommentare, für eure Spenden und für eure Buchungen bei mir. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, liebe Jungfrau oder der, die du hier auf eine Jungfrau schaust, heute schauen wir wieder gemeinsam, wie es denn in Sachen Liebe, Liebesverbindungen im Monat Mai bei dir aussieht. Dabei ist es völlig egal, ob du hier auf einen Wunschpartner schaust, auf eine bestehende Verbindung schaust, auf einen Ex-Partner schaust oder vielleicht sogar auf jemanden, mit dem du gar keinen Kontakt hast. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass du hier liegst als Zuschauer, hier dein Gegenüber. Dann ist es eure gemeinsame Energie und dann habe ich noch ein paar Orakelkarten erbeten. Falls du während der Legung bemerkst, dass du doch eher hier bist und dein Gegenüber doch eher hier, dann dreh dir das bitte um, dann ist das spiegelverkehrt, das kann passieren. Es ist auch wie immer eine allgemeine Legung, sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Und ich versuche auch wie immer geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht gelingt, ihr Lieben, dann dreht euch das bitte um. Da ich aber hier als Frau sitze und für euch auch als Frau fürs Kollektiv lege, dann deute ich die weiblichen Karten nochmal als Zuschauerkarten und die männlichen Karten für das Gegenüber. Ich versuche aber immer das Wort Mensch zu benutzen, sodass es geschlechterunspezifisch ist und dass ihr euch das besser in eure Situation umdenken und umdeuten könnt. Zu dieser Legung gibt es auch wie immer eine erweiterte Legung auf Vimeo. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne dir das auch nochmal in den Kommentaren an, wenn du wissen willst hier, wie diese Geschichte mit euch weitergeht. Gut, dann habe ich das Vorgeplänkel erledigt und ich starte in deine erste Karte im Monat Mai. Und dann habe ich hier die 10 der Schwerter. Also, hier gab es ein Ende, hier gab es einen Abbruch, hier gab es ja einen heftigen Streit, ein Loslassen und es war sehr, sehr schmerzhaft. Also, da habt ihr wahrscheinlich beide Federn gelassen. Also, entweder hast du diesen Abbruch, dieses Ende herbeigefügt oder dein Gegenüber. Aber ich sehe hier, egal wer das Ende herbeigeführt hat, ihr leidet beide darunter oder ihr habt beide darunter gelitten, weil die 10 der Schwerter zeigt mir auch dieses Ende an. Ich krieg's eher so rein, dass du dieses Ende herbeigeführt hast und dein Gegenüber hier niedergestreckt hast damit. Und du hast dann aber eine Mauer um dich rumgebaut. Also du hast, wer weiß, was es hier gab, Leid, Schmerz, Lügen, Betrügen, Rückzüge, komisches Verhalten, wie auch immer. Und irgendwann hat es dir gereicht, du hast hier einen Schlussstrich gezogen, das hat dein Gegenüber niedergestreckt und du hast danach sofort eine Mauer gezogen, eine Mauer hochgezogen. Also dein Gegenüber kann dich ja auch irgendwie nicht mehr erreichen. Vielleicht hast du auch ja, die Nummer gelöscht, blockiert in gewissen sozialen Medien, wie auch immer. Also man sieht dich hier nicht mehr, man kann dich auch irgendwie nicht mehr erreichen. Obwohl ich sage, also irgendeinen Weg gibt es immer. Also wenn dieser Mensch weiß, wo du wohnst, dann weiß auch dieser Mensch, wo dein Briefkasten ist. Solche Sachen. Ne? Also irgendwie oder per E-Mail oder was weiß ich. Ne? Also könnte man dich hier sicher, wenn man möchte, gibt es immer einen Weg. Und ja, also das hat hier ganz schön reingehauen, das hat hier ganz schön niedergestreckt, dieses Ende. Aber es wird jetzt auch Zeit, aus dieser Situation rauszugehen und ja auch wieder diese Mauer niederzureißen. Ne? Da, nicht, dass du eine Mauer generell um dich rumbaust, um dein Herz und um deine Seele, sondern es möchte hier wieder Licht reinkommen in diese Situation. Und dann habe ich bei dir die 2 der Schwerter. Du weißt nicht, bleibe ich weiter hinter dieser Mauer oder gehe ich hier nach vorn in Richtung Zukunft? Also du sitzt hier noch zwischendrin. Du weißt nicht, soll ich nicht, soll ich nicht. Soll ich mich hier ins Meer begeben? Soll ich mich hier ins Wasser begeben? Soll ich mich hier in die Gefühle begeben? Oder bleibe ich einfach hier sitzen, weil es gerade so bequem ist hier? Ja, also. Hinter dieser Mauer ist für dich noch keine Option, aber auch hier voranzugehen und hier in Richtung Zukunft zu schauen und zu schauen, vielleicht geht hier noch was oder ich gehe generell einen ganz anderen Weg für mich alleine oder mit einem anderen Menschen oder wie auch immer. Es gibt ja mehrere Optionen. Du sitzt hier aber noch in der Mitte und weißt nicht so recht,
Wo gehe ich hin? Wo will ich hin? Na, vielleicht auch hier erstmal auf dich zu hören, erstmal nur auf dich zu hören und zu schauen, was möchte ich denn? Was ist meine Intuition? Was ist mein Bauchgefühl? Was sind meine Wünsche, Werte und Bedürfnisse? Und da darfst du dich natürlich noch eine Weile hier ausruhen. Wenn du dir noch nicht sicher bist, wenn das so ein Gefühlschaos ist, wenn du hier auch noch nicht siehst, wohin der Weg geht, dann darfst du dir natürlich auch so viel Zeit nehmen, wie du möchtest. Ja, es wäre bloß schade, wenn du dich hier hinter dieser Mauer weiterhin verkriechst. Also, das sind hier die zwei Optionen. Ne? Die eine Option ist diese Mauer und der andere Weg wäre dann hier mit deinem Gegenüber an einem Tisch Platz zu nehmen, wo sogar noch jemand im Außen positiv mit einwirkt. Ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Wo von außen sogar jemand schaut, der sehr wohlwollend ist zwischen euch beiden, der hier schaut, ist es hier in der Balance, ist es hier im Ausgleich? Das sind die 6 der Münzen. Also das kann ein Mensch sein, es kann ein Berater sein, es kann ein Mediator sein, es kann vielleicht auch ein Paartherapeut sein, das kann ein Krafttier sein, das kann eine positive Energie sein, die hier mitwirkt. Wie auch immer. Es geht hier darum, gemeinsam an diesem Tisch Platz zu nehmen und das, was zwischen euch ist, in die Balance zu bringen, in den Ausgleich zu bringen. Was wichtig ist, dass du hier auch das, was du reingibst, auch rausbekommst. Es kann sein, dass es in der Vergangenheit nicht so war, dass du viel mehr gegeben hast und fast nichts bekommen hast oder gar nichts bekommen hast und jetzt Angst hast, dass du hier wieder zu kurz kommst. Na, die 6 der Münzen sprechen davon, alles im Fluss zu behalten, dass jeder das richtige Maß reingibt, die richtige Dosis reingibt und dass jeder, ja, sich geliebt fühlt, sich wertgeschätzt fühlt, dass man Zeit investiert, die man aber auch vom anderen geschenkt bekommt. Und hier ist jemand ganz, ganz präzise und schaut, dass das auch wirklich die richtigen Bahnen annimmt. Und dieser Mensch, also dieser Hase, steht ein bisschen näher bei dir. Das kann auch eine positive Energie sein, die dich umgibt oder ein Geistführer, ein Krafttier, ein Engel. Also irgendwas Energetisches auch kann das auch sein. Ne? Was bei dir sehr an deiner Seite ist. Ne? Und hier aufpasst, dass hier ja nichts zu viel hier auf diesem Teller landet und dass du wieder leer ausgehst. Ne? Also es ist hier gut, wenn du hier schaust bei diesen Menschen, dass das Geben und Nehmen im Fluss ist. Also hier gab es was euch niedergestreckt hat und wo du jetzt schauen darfst, will ich da nochmal hinschauen und mich mit diesen Menschen an den Tisch setzen oder nicht? Dann schauen wir bei deinem Gegenüber. Ah, hier ist schon jemand auf dem Weg zum Tisch. Hier steht schon eine Begegnung an mit den 6 der Kelchen. Also hier möchte jemand auf dich zukommen. Hier möchte wieder jemand Begegnung. Hier möchte wieder jemand Kommunikation. Hier möchte sich vielleicht auch jemand entschuldigen. Hier bringt vielleicht auch jemand ein Geschenk mit. Hier bringt vielleicht auch jemand wunderschöne Worte mit und hofft, dass du das annimmst. Hier putzt sich vielleicht auch jemand raus, ne, mit einem schönen Anzug und bringt dir ein Geschenk mit und legt dir hier seine Welt zu Füßen. Und was haben wir denn hier oben? Einen fliegenden Elefanten. Also ich soll gerade sagen, es ist alles möglich. Also dieser Mensch hält auch mit dir alles für möglich. Wenn du in der Nähe dieses Menschen bist, dann ist für diesen Menschen einfach alles möglich. Also du bringst so eine ganz besondere Energie ins Leben dieses Menschen und das weiß dieser Mensch und möchte dir deshalb wieder begegnen. Und dieser Mensch weiß einfach, es fehlt was in seinem Leben ohne dich. Also hier kommt wieder jemand auf dich zu, ist natürlich auch eine Seelenpartnerkarte im Deck, im Tarot.
und spricht auch von Sehnsucht nacheinander. Also dieser Mensch beschäftigt sich auch sehr mit euren Momenten, die ihr miteinander habt, schwelgt in Erinnerungen und möchte das gerne wieder haben. Und dann habe ich hier die zwei der Kelche. Also hier ist wirklich jemand auf dem Weg. Und also solltest nicht mehr zu lange auf dieser Bank sitzen, sondern dich gut erden und gut aufstellen. Also hier ist jemand auf dem Weg. Mit den zwei der Kelchen gibt es ja auch einiges aufzuräumen zwischen euch. Na, also hier unten liegt einiges. Unten, das sind Karten, das sind Gabeln, das sind Messer und das sind gegessene Kuchenstücke. Farbe, also alles Mögliche. Also hier braucht es auch Zeit, um was aufzuarbeiten, um was aufzuräumen, um sich dann wieder auf Augenhöhe zu begegnen, dass jeder hier im Selbstwert und in der Selbstliebe ist und seinen gefüllten Kelch mitbringt. Aber ich kriege auch so rein, die geistige Welt, das Universum füllt auch eure Kelche füreinander wieder. Also wenn ihr euch begegnet, wenn ihr euch in die Augen schaut, sind diese Kelche sofort wieder gefüllt. Das ist was von oben, das könnt ihr gar nicht kontrollieren. Also das ist schon gewollt, diese Begegnung, diese Verbindung ist gewollt. Und die Kelche werden gefüllt, damit ihr das ja aufarbeiten, damit ihr das aufräumen könnt in dieser Verbindung. Und dass ihr gemeinsam, ja, in die Liebe gehen könnt. Das ist ja kann auch eine alte Verbindung sein, eine sehr alte Verbindung, auch aus anderen Inkarnationen. Und dann habe ich hier das Gericht. Es wird Zeit. Also hier wird jemand aufgefordert, auf dich zuzugehen. Hier fordert das Universum auf. Mit einer Trompete wird diesem Menschen hier der Marsch geblasen. Es wird Zeit, los. Geh hin. Hier werden die Karten auch neu gemischt zwischen euch. Das ist die Erlösung, das ist der Aufstieg. Das Alte soll hier hinter euch gelassen werden und hier soll Licht reinkommen. Ne? Hier bläst auch jemand eine Trompete, wo eine Herzfahne dran ist. Also hier, das Universum erinnert hier diesen Menschen wieder an die Liebe, an eure Liebe. Also generell an die Liebe. Ich glaube gar nicht, dass dieser Mensch jetzt so großartig in der Liebe war, seit du weg bist, seit ihr nicht mehr zusammen seid. Also hier erinnert das Universum diesen Menschen an die Liebe. Und dann kommen die ganzen schönen Erinnerungen, die man mit ihr hatte, wieder hoch. Und dann werden die Karten neu gemischt und hier kommt jemand auf dich zu mit dem Wunsch nach Begegnung. So, dann schauen wir in eure gemeinsamen Karten. Dann habe ich hier den Stern. Also hier soll Heilung in die Situation kommen. Hier soll Klarheit in die Situation kommen. Und es soll auf jeden Fall sich hier ein Wunsch erfüllen. Ne? Kann auch für das Sternzeichen Wassermann stehen. Ihr solltet schauen, dass ihr euch sanft begegnet, ne? Mit diesem Handschuh, dass ihr euch nicht zu derb anfasst, auch mit Worten verbal, und dass ihr hier gut darauf achtet, dass ihr hier nicht in den Gefühlen ertrinkt. Ne? Ich habe hier einen Fächer, wo man sich so Luft zufächert. Ich kriege ja auch gerade eine Mund-zu-Mund-Beatmung rein. Also irgendjemand ist hier in Gefühlen ertrunken und braucht hier dringend eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Also der Fächer steht ja dafür, Luft zuzufächern, wenn jemand in Ohnmacht gefallen ist. Aber als Bild kriege ich hier eine Mund-zu-Mund-Beatmung rein. Diese Luft bringt Klarheit in den Menschen und dann weiß dieser Mensch auch, was man sich wünscht und da passiert auch ganz, ganz viel Heilung. Also, es muss ja nicht wirklich eine Mund-zu-Mund-Beatmung sein, es kann auch einfach ein Kuss sein. Und das hatte ich letzte Woche in der Wochenlegung, der Kuss der wahren Liebe. Also, dass da jemand wieder mit Leben gefüllt wird. Also, wenn ihr euch küsst,
dann kommt wieder in einen Körper Leben rein, wo hier lange, lange das Herz verschlossen war, die Seele verschlossen war, wo hier keine Gefühle geflossen sind, wo es wie tot war, ne? Wie in so einem Dornröschenschlaf. Und kannst du jetzt schauen, ob du das bist, ob das dein Gegenüber ist oder ob ihr beide das seid. Na, also das ist schon eine Seelenverbindung, die ich hier habe. Und dass ihr wie so in so einem Stillstand seid, jetzt wo ihr nicht mehr zusammen seid. Und wenn ihr euch aber wieder seht, in die Augen seht und euch berührt und euch küsst, dann kommt hier wieder ganz, ganz viel Leben auch in euren Körper rein. Die Lebensgeister wollen hier wieder geweckt werden. Und dann habe ich hier die 9 der Schwerter. Also hier sind auch Ängste am Werk. Also man hat hier auch Albträume. Was ist denn, wenn ich hier wieder niedergestreckt werde? Was ist denn, wenn ich hier wieder alles verliere? Was ist denn, wenn ich hier wieder diese Schmerzen fühle, dieses Leid fühle, diese Tränen durchmachen muss? Es kann auch sein, dass hier jemand Nacht für Nacht zur gleichen Uhrzeit aufweckt. Es kann durchaus sein, dass ihr beide voneinander träumt. Das müssen nicht immer positive Träume sein, aber ich soll sagen, wenn es negative Träume sind und wenn die eure Ängste befeuern oder euch eure schlimmsten Ängste widerspiegeln, dann transformiert sich das im Traum, dann kann das rausgehen. Dann bedankt euch früh für diesen Traum und sagt, es möge sich zum Wohle aller transformieren und es darf gehen. Dann geht es raus, dann geht es auch aus eurem Körper raus. Na, also hier können Träume eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und dann habe ich hier den Herrscher. Kann für das Sternzeichen Widder stehen. Wenn dieser Mensch auf dich zukommt, kann es auch sein, dass dieser Mensch wie so ein Gockel erstmal kommt. Guck mal, was ich erreicht habe. Guck mal, welche Menschen in meinem Leben sind. Alle wollen was von mir. Ich kann hier jeden, den ich will, haben. Ich kann hier jeden, den ich will, anfüttern. Das ist aber nur ein äußeres Bild, was dieser Mensch abgeben möchte. Also schau hier hinter die Fassade, soll ich dir sagen. Also das ist nur ein Trugbild, dass man sich hier cool zeigen möchte, dass man sich hier begehrt zeigen möchte. Im Grunde hat dieser Mensch hier die Hosen voll und hofft, dass du diesen Kelch wieder annimmst. Und das sehen wir nämlich hier mit dem Ritter der Münzen. Hier weiß jemand vor Angst schon gar nicht, wie er sich richtig aufs Pferd setzt, damit es endlich losgeht. Der Ritter der Münzen, das kann ein Erdzeichen sein, Stier, Jungfrau oder Steinbock. Also hier hat jemand auch das dickste Pony von allen gewählt. Es ist ja sehr süß, ne? Es ist so ein Haflinger Pony. Aber hier hat jemand sich in Helm aufgesetzt. Hier hat jemand Knieschoner angelegt, sich hier was um die Brust gebunden und keine Ahnung, wie man sich hier aufs Pferd setzt, nicht mal einen Sattel drauf gemacht. Und ja, hat jemand die Hosen gestrichen voll, kommt aber trotzdem in deine Richtung. Es könnte noch eine Weile dauern, weil der Ritter der Münzen, das ist der langsamste Ritter im Deck, aber es ist auch der stabilste Ritter. Also ich krieg auch rein, dieser Mensch ist auch ein bisschen konfus, also ein bisschen verwirrt, ein bisschen, also man zeigt sich im Außen gerne anders, weil man im Inneren ist man so ein bisschen, ja, diffus. Also ist vielleicht auch ein bisschen tollpatschig, dieser Mensch. Und das will man im Außen, will man sich ja ganz, ganz anders zeigen, ganz, ganz anders darstellen. Das könnte dich abschrecken. Das könnte in dir nochmal so alte Ängste hochholen. Aber in Wahrheit ist dieser Mensch hier so unterwegs und möchte mit einem stabilen, gefestigten Angebot auf dich zukommen. Also wenn du das hier merkst, dass dir das auch gegen den Strich geht, dann sprich das an. Ne? Also sprich das ganz klar aus und sag, ne, was soll denn die Nummer hier? Also ich merke doch, dass das nicht ehrlich ist. Und also in Wahrheit hat dieser Mensch hier die Hosen gestrichen voll und wagt aber trotzdem den Schritt hier auf dich zuzukommen. Dann schauen wir an eure gemeinsamen Karten und dann habe ich hier Seelengefährte. Ja, dies ist dein Seelengefährte. Das haben wir ja schon hier, ne? Mit den 6 der Kelchen. Und hier habe ich das.
Hier habe ich die Berührung, hier habe ich den Kuss, der euch wieder, oh, mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Leben erfüllen wird. Also das ist so, als wenn ihr euch berührt, wenn ihr euch küsst, wenn ihr euch anschaut. Das ist so, da kommt so diese Energie von den ganzen Leben, die ihr miteinander hattet. Und diese ganzen Leben, die ihr miteinander hattet, diese ganzen Inkarnationen, die hoffen, dass ihr das dieses Mal schafft. Wenn ihr das nämlich dieses Mal schafft, dann heilt ihr auch diese anderen Inkarnationen aus. Also das ist ja auch eine Hausnummer. Ich habe ja hier die Heilung liegen. Dann heilen auch diese anderen Leben, diese anderen Inkarnationen aus. In den anderen Zeiten, in den anderen Dimensionen, wie auch immer. Also hier wird wirklich. Die setzen alle Karten auf euch. Also das ist hier eine Hausnummer. Ne? Deswegen auch hier dieser Weckruf. Hier werden die Karten neu gemischt. Erinnert euch an Liebe. Kriege ich hier noch rein. Hier wird jemand an die Liebe erinnert. Du erinnerst mich an Liebe. Das könnte ich eigentlich so nennen, die Legung. Das ist ein schöner Titel. Ich glaube, ich hatte da auch mal, das ist aber schon Monate her, auch eine Legung, die hieß so. Da müsst ihr mal in den Playlists schauen. Ich glaube, das war, ich weiß nicht mehr, ob es die Wunschpartnerlegung war oder du und ich im Spiegel der Emotionen. Müsst ihr mal schauen. Ja, du erinnerst mich an Liebe und es geht euch beiden so. Also wenn ihr das Ding hier rockt, in diesem Leben, die anderen Leben, die anderen Inkarnationen werden euch sehr, sehr dankbar sein. Und dann habe ich hier die Kraft. Ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Also das ist ja was Karmisches, ne? Ich habe hier ein Kreuz. Viele, viele Leben, viele, viele Inkarnationen, das ist eine Verbindung, die sehr kräftezehrend ist. Das ist aber auch eine Verbindung, die sehr viel Kraft geben kann. Und wenn hier irgendwas ist, was dir nicht passt, dann hast du auch die Kraft, Nein zu sagen. Und wenn es hier wirklich was gibt, wenn dieser Mensch hier nicht aus diesem Modus rauskommt, des Goggles und das hier, ich will ja den schönen Schein lieber nach außen wahren, dann hast du auch die Kraft zu gehen. Ne? Und das habe ich ja hier gesehen. Du hast ja hier schon Nein gesagt und bist gegangen. Ja, also vielleicht ist es jetzt an der Zeit, mal die Kraft zu nutzen und euch hier mit Leben und Liebe und Luft zu füllen. Ich kriege wieder diese Mund-zu-Mund-Beatmung rein. Also es ist der Hammer. Wirklich am Strand kriege ich eine Mund-zu-Mund-Beatmung rein. Vielleicht ist ja auch in einem früheren Leben mal jemand ertrunken und du hast den Mensch gerettet oder dieser Mensch hat dich gerettet. Das kriege ich auch gerade rein. Also ihr heilt ja auf jeden Fall andere Inkarnationen, andere Leben, wo ihr schon miteinander ein Paar wart. Also ganz spannende Legung. Bisher die spannendste Legung dieses Monats. Finde ich sehr interessant. Wenn du jetzt wissen willst, wie geht es denn mit diesem Menschen hier weiter? Was denkt denn dieser Mensch über dich und über eure Verbindung? Was fühlt denn dieser Mensch für dich? Wie kommt denn dieser Mensch in den nächsten Schritten auf dich zu? Wann wird denn das ungefähr passieren und wie solltest du dich denn am besten in dieser Verbindung verhalten, damit es hier positiv voranschreiten kann? Dann lade ich dich ganz recht herzlich ein, mir auf Vimeo zu folgen zu dem weiterführenden Reading. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne das auch nochmal in den Kommentaren an. Wenn wir uns dort wiedersehen, würde ich mich ganz, ganz sehr freuen. Und für euch alle anderen, euch wünsche ich einen ganz, ganz zauberhaften Mai. Macht's gut. Tschüss.